Parlament der Schande, Parlament der Schande, Parlament der Schande, Parlament der Schande. Die Bankrotterklärung, die Bankrotterklärung. Was ist denn los? Was ist denn los? Wir lösen die Probleme nicht, wir lösen die Probleme nicht. Das machen wir nicht, das machen wir nicht. Das ist leider nicht zu ändern. Das machen wir nicht, das machen wir nicht. Die Bürger scheinen Ihnen vollkommen egal zu sein. Das ist leider nicht zu ändern. Außer dumme Sprüche, keine Inhalte, keine Lösung. Keine Inhalte, keine Lösung. Das könnte auch egal sein. Gegen diese Leute muss entschlossen vorgegangen werden. Gegen diese Leute muss entschlossen vorgegangen werden. Beim saufenden Rutzeln. Da merkt man, Herr Zettin, wie wenig ernst es Ihnen ist. Wie wenig ernst es Ihnen ist. Jeder weiß es außer Ihnen. Dann kämpfen Sie gegen die Rente. Dieser Haushalt drückt das ganze Elend und die Behindigkeit der Merkel ihrer aus. Und kraut sich da seine Eier. Ein Wort mehr, diesen Verein zu überwinden. Er ist der berühmteste Eierkrauler dieses Parlaments. Ein Wort mehr, diesen Verein zu überwinden. Das Arschloch Fischeier, das Arschloch Fischeier, das Arschloch Fischeier, der war es. Jeder weiß es außer Ihnen. Was ist denn los? Und zu versuchen, es auch noch zu verstehen, dann wären wir ein Stück weiter. Wollen wir die Arbeit des Bundestages systematisch behindern? Heuchler. Und wir alle hier gehören dazu. Kommen wir runter. Wie wenig ernst. Was ist denn los? Ein Lassion vom Himmel regnen. Wir finden, dass töten wir sie über Wacht gehört. Lügner. Lügner. Wir finden, dass töten wir sie über Wacht gehört. Herr Leinbrand hat wahrscheinlich getrunken. Der Rechtsstaat, meine Damen und Herren, erodiert. Ohne an morgen zu denken. Dazugelernt hat Ihre Regierung seither nichts. Fragen Sie doch mal, ob die Zugabe hören wollen, Herr Präsident.